Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus November 2020 an. Schauen, welche Bücher habe ich schon gelesen, welche sind noch auf dem Sub. Stellen uns eben die altbekannte Frage, schon gelesen oder auf dem Sub. Wer nicht weiß, was der Sub ist, das ist der Stapel ungelesener Bücher. Das heißt, all die Bücher, die man im Grunde neu kauft, bis man sie gelesen hat, die landen auf diesem Stapel. Ich habe schon mal gespickt, es waren wohl 19 Neuzugänge letztes Jahr im November. Ha, das klingt nach recht viel. Mal sehen, wie viele Bücher gelesen sind, wie viele Bücher bekannt sind. Und ich blende euch das Video wie bekannt sozusagen ein und wir schauen uns da jetzt gemeinsam mal an, was eingezogen ist. Die Steffi in Pink, ja, passt ganz gut heute zu meinem Rosa. Ja, die 4 Geheimnisse des Glücks von David Mitchie ist eingezogen und auch ja schon direkt danach gelesen. Ich mag die buddhistischen Geschichten von David Mitchie sehr, sehr, sehr gerne. Er hat ja auch die Katze des Dalai Lama geschrieben, was mir auch super gut gefallen hatte. Wir haben hier eben die Katze, die beim Dalai Lama lebt, die uns vom Potala-Palast erzählt, von dem Leben mit dem Dalai Lama, mit den Leuten, die kommen, welche Geschichten er erzählt, welche Weisheiten er weitergibt. Und hier bringt sie uns eben 4 Geheimnisse mit, die ich sehr schön fand, sehr anregend erzählt fand. Das Schöne an David Mitchie ist, dass er die buddhistische Philosophie sehr einfach erklärt, wirklich so für jeden runterbricht, dass sich jeder etwas mitnehmen kann, dass es locker, leicht ist, ohne irgendwie zu sehr den erhobenen Zeigefinger zu zeigen, gefiel mir sehr, sehr gut. Tanja Jans Wintermeer und Dünenzauber habe ich gelesen. Hat mir okay gefallen, war eine ganz schöne Geschichte, so für die Winterzeit, müsste ich dann wahrscheinlich auch im November, Januar irgendwie gelesen haben. Ist mir nicht mehr sehr viel in Erinnerung, außer dass ich so im Nachhinein das Cover richtig schön finde. Habe es als okay Geschichte in Erinnerung, leider tatsächlich viel mehr nicht. Das ist ja sehr häufig bei Wintergeschichten so, dass da nicht ganz so viel hängen bleibt. Ja, von Sean Laidlaw habe ich Barry gelesen, wie ich eine Hündin rettete und sie mich. Wir begleiten Sean Laidlaw, ich glaube, nach Afghanistan oder in den Irak, in den Iran, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall in ein Kriegsgebiet. Er ist, soweit ich weiß, entweder amerikanischer oder britischer Soldat und dort trifft er eben auf diesen kleinen Hund und versucht dann eben diesen Hund, der ihm vor Ort im Grunde den Lebensgeist zurückgibt, eben auch ein schönes Zuhause zu geben. Und es ist ein relativ langer Weg und war aber eine sehr rührende, eine sehr schöne Geschichte. Single Touch von Ivy Andrews aus der Love-Reihe ist jetzt der wahrscheinlich zweite Band, wenn es nicht der dritte ist. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es sind bei mir 3 Bände eingezogen. Band 1 fand ich sehr gelungen. Band 2 hat leider sehr viel Wiederholungen zu Band 1 gehabt. Und Band 3 habe ich, glaube ich, sogar abgebrochen oder habe ich den gelesen? Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Ich fand die Idee ganz schön. Also Love, oben der Übertitel steht für die 4 Protagonistinnen, die eben jeweils eine Geschichte erzählen. Und wir sind hier an einem Mode-College irgendwo in England und es war eine schöne Idee, aber ja, irgendwann habe ich es aufgegeben. Von Stephen King ist Albträume eingezogen und den habe ich ganz aktuell ja im Oktober gelesen. Mit meiner lieben Freundin haben wir uns diesen Klopper mit 21 Geschichten und über 1000 Seiten den ganzen Oktober 3 Wochen lang eingeteilt. Es waren okay Geschichten dabei, es waren 3, 4 Highlight-Geschichten drin. Ich mochte auch, dass wir eine Novelle haben, ein Gedicht haben und auch ein Drehbuch. Das war tatsächlich mal was anderes, was man von King vielleicht nicht so kennt. Es waren auch einige Geschichten, Themen mit drin, die unbekannt waren, die nicht so ganz von ihm man so erwartet, aber ja, ist gelesen. Der Buchspazierer von Carsten Henn war dieses Jahr ein Highlight für mich, habe ich im Januar, Februar gelesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben hier eben den Protagonisten, einen älteren Mann, der locker über an die 70 bestimmt schon war, der eben in seinem Städtchen, in seinem Dorf im Grunde bekannt ist, dass er der Buchhändler ist, der Buchspazierer, er trägt eben die bestellten Bücher aus, soll das aber irgendwann nicht mehr machen, weil die Tochter seines Mitinhabers sozusagen das irgendwie nicht mehr wünscht, das wäre nicht mehr modern. Und eines Tages gesellt sich eben ein junges Mädchen zu ihm. War eine sehr herzerwärmende Geschichte, eine Geschichte mit ganz viel Bücherliebe, hat mir gut gefallen. Ah, ein Buch, das ungelesen ist, eine Liebe auf Guanai. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie diese Geschichte zu mir gefunden hat. Ob das ein Tausch war, ob ich das irgendwo entdeckt habe, ob es ein Mängelexemplar war, ich weiß es gar nicht mehr. Mich hat hier definitiv das Cover angesprochen und auch so dieses wohlfühlige
Was man eben auf dieser Insel erwarten kann, es ist ja eine rauere See, wenn ich das so richtig sehe, ist das die Nordsee? Ich gehe fast mal davon aus, oder ist das, ich weiß gerade nicht mehr. Ich kann jetzt gerade erdkundemäßig nicht sagen, wo es ist. Das erste ungelesene Buch, wäre vielleicht was jetzt für schöne Herbst-Winterstunden, wenn man sich ein bisschen wegträumen möchte. Wann sind wir wirklich zufrieden? Ein Sachbuch, was ich glaube ich auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Ein Buch, das ich gelesen habe, was ich glaube auch ganz okay fand. Es ist mir nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich weiß, dass ich eben hier die Frage gestellt wurde, wann man eben beginnt mit etwas zufrieden zu sein, wie man Dinge sehen sollte, damit man eben eine gewisse Zufriedenheit erlangt. Das ist ja ähnlich wie mit dem Glücklichsein. Man müsste ja erstmal definieren, was einen glücklich macht. Hier war es eben die Zufriedenheit. Ich fand das Cover unglaublich schön. Ich kriege leider tatsächlich den Inhalt nicht mehr zusammen. Also es ist wahrscheinlich nicht so viel hängen geblieben, aber ich habe es positiv, gut, irgendwie in Erinnerung. Und die Gabe des Winters. Hier kommen wir direkt zum zweiten Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Ich glaube, war auch in einem Tauschpaket. Ich bilde es mir zumindest ein. Oder war das mal ein Gewinn auf BookTube? Ich weiß es nicht mehr. Hat mich angesprochen. Zum einen geht es auch, es ist eine High-Fantasy-Geschichte, die eben auch mit diesem Winter und Kälte und irgendwie Feuer spielt. Wir, ich glaube, auch eine Protagonistin haben, die eben auch so einen recht starken Eindruck macht. Natürlich auch irgendwie so ein bisschen Romantasy dahinter. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber ja, der Winter steht kurz bevor. Das war, glaube ich, auch im November letzten Jahres mein Gedanke. Das wäre doch was für den Winter, also für den Dezember und Januar. Und ich sollte das Buch jetzt mal etwas höher auf meinem Substapel legen. Und das Cover, also wenn man das echt sieht, richtig, richtig schön. Auch der Schriftverlauf in Die Gabe des Winters gefällt mir richtig, richtig gut. Warum habe ich das letztes Jahr nicht gelesen? Es ist manchmal eine Krux, ne? Mit neuen Büchern und wenn dann noch Neuerscheinungen dazukommen. Wobei es könnte sogar eine Neuerscheinung gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Also, aber ja, es ist das zweite Buch, was ungelesen ist. Das ist ja hier schon, das geht ja gut los. Ja, Jeffrey Archers Klang der Hoffnung ist gehört, hat wieder Richard Barenberg vorgelesen. Ich mag Jeffrey Archer sehr gerne. Ich bin mir bei Klang der Hoffnung gerade gar nicht mehr so sicher, ob mir das so gut gefallen hatte. Also ich mochte die Clifton-Saga sehr. Es gab auch danach noch zwei, drei Bücher, die ich sehr gefeiert habe. Ich habe auch Berg der Legenden zum Beispiel noch auf dem Sub. Aber ich bin mir hier gar nicht mehr sicher, ob mir das so gefallen hat. Ja, dann gab es noch Der Himmel auf Erden. Das war, glaube ich, eine kürzere Geschichte, die auch als Hörbuch bei mir eingezogen ist. Es sind auch irgendwie Geschichten, die neu aufgelegt wurden, überarbeitet wurden, bevor sie dann jetzt neu erschienen sind. Also sie sind beide definitiv gehört. Ich habe von Archer nur noch Berg der Legenden auf dem Sub liegen. Ich kriege aber auch nicht mehr zusammen, um was es in den beiden Geschichten geht. Und das ist auch mein großer Kritikpunkt an Jeffrey Archer, dass die Geschichten im Kopf bis auf die Clifton-Saga alle so sehr verschwimmen, so übereingehen und man die nicht mehr auseinanderhalten kann und nicht mehr weiß, wo passiert welches politische Dilemma, wo ist welcher Protagonist und dann ist World Runner von Thomas Thiemeier bei mir eingezogen, wurde mir auch vom Verlag und auch vom Autor selbst sozusagen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Habe ich beide gelesen, beide weggesuchtet, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Hier haben wir ja so ein bisschen Geocaching, wo dann eben auch so eine Weltmeisterschaft dranhängt, wo eben verschiedene Jugendliche daran teilnehmen, erst in Deutschland auf die Suche gehen nach verschiedenen Hinweisen. Und das war richtig toll, dass der erste Teil war sehr abenteuerlich mit den Aufgaben, die gelöst werden musste, mit den Beschreibungen, die uns erzählt wurden, wie wir mitgenommen wurden, wie die Gruppendynamik dann auch funktioniert haben, als sich zwei, drei Leute zusammengeschlossen haben. Ich glaube, im zweiten Teil hatte ich ein bisschen den Kritikpunkt, weil wir da, glaube ich, auch Europa, wenn nicht gar weltweit unterwegs waren und ich mir so dachte, welche Eltern lassen ihren 16-jährigen Sohn, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er sehr viel älter war, oder die 16-jährigen Kinder so ganz alleine irgendwie da umherreißen, ohne Geld, ohne, das fand ich ein bisschen, das ist mir ein paar Mal so komisch aufgestoßen, aber war definitiv eine Highlight-Reihe. Von Talia Hibbert kommt jetzt auch das dritte Subbuch, Kissing Chloe Brown. War ja ein sehr gehyptes Buch, zumindest noch im englischsprachigen BookTube, was ich jetzt definitiv vom Konsum ein bisschen eingeschränkt habe und ist dann ins Deutsche übersetzt worden. Ich fand das Cover toll. Ich mochte die Idee, dass wir hier eine Protagonistin haben, die eben mal ganz anders ist, wie alle, die wir kennen. Also sie ist wohl
Kein Mädel mit einer Modelgröße. Sie ist ja eben auch nicht von weißer Haut. Ich kriege aber auch tatsächlich nicht mehr von der Geschichte zusammen. Ich fand, es klang einfach mal nach einer schönen, lustigen Geschichte. Es ist, glaube ich, auch der Auftakt einer Dilogie. Ich glaube, da geht es um die Brown-Schwestern. Ich weiß gar nicht, ob das 2 oder 3 Bände sind, aber ist noch nicht gelesen. Dementsprechend das 3. Buch. Die Mächte der Moria. Ah. Ja, auch noch nicht gelesen. Ja, ist als E-Book bei mir eingezogen und ja, was soll ich sagen, es ist noch nicht gelesen. Es hatte mich sehr angesprochen vom Cover, auch von Moria natürlich, was irgendwie an den Herrn der Ringe erinnert. Ich weiß, dass ich das auf der Leseliste, ja, mit Becky habe. Liebste Becky, wenn du das Video siehst, wir sollten unbedingt die Mächte der Moria lesen. Ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile den zweiten Teil, oder kommt der jetzt raus, der vom Cover so ein bisschen ähnlich sich erscheinen lässt. Ja, gefällt mir auf jeden Fall nach wie vor gut, klang auch super spannend, aber es ist noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum noch nicht, weil es definitiv nach toller Jugendfantasy geklungen hat. Man sieht es ja auch, es ist im Carlsen Verlag erschienen. Dementsprechend ist das vielleicht auch eine Fantasy-Welt, in die man sehr schnell reinkommt und gut reinkommt. Und ich kann es mir auch noch nicht erklären. Aber vielleicht, da die Steffi hoch, Katze kommt. Nachdem die Steffi hier so lange drüber quatscht, ich weiß gar nicht, ob sie da den Klappentext vorliest. Sani, hier, du bist, glaube ich, im Bild. Scheint es ein sehr spannender Klappentext zu sein. Und noch nicht gelesen. Ja, ist das 4. Buch. Der Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon ist der 2. Teil. Der Dilogie wurde ja im Deutschen geteilt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand sowohl Band 1 wie Band 2 wirkliche Fantasy-Highlights, hat super viel Spaß gemacht, hat mir unglaublich gut gefallen. Sie sind aktuell weitergezogen, also der 1. Teil ist bei mir im Freundeskreis unterwegs und den 2. Teil hatte ich dann als E-Book gelesen. Ich fand das richtig toll. Wir hatten 3 oder 4 Perspektiven, wir hatten verschiedene Bereiche in diesem Land und Ost und West waren sich irgendwie auch nicht so grün, gerade auch was die Drachen angeht. Und dann begleiten wir eben ein paar Charaktere in der Geschichte, die sowohl auf der Suche sind nach Drachen, um sie zu retten, als dann eben auch, um sich Rat zu holen. Und war eine tolle Fantasy-Geschichte. Khazad-dûm von Julia Dippe, der 2. Teil der Trilogie, und der 3. erscheint jetzt irgendwie ja im November. Leider auch nicht mit einem viel schöneren Cover. Ich habe echt meine Probleme mit diesen Covern. Sehr coole und hippe und innovative Fantasy-Geschichte, die mich überraschend gepackt hat mit dem 1. Teil. Natürlich haben wir ja auch ein bisschen eine Liebesgeschichte und so den klassischen Bad Boy. Wir haben hier eben aber auch Jugendliche, die dann eben erfahren, dass sie gar nicht in unserer Welt zu Hause sind, sondern eigentlich in dieser Welt rund um Khazad-dûm, und jeder da irgendwie eine Aufgabe hat, eine Funktion hat, auch etwas in der Magie eben ganz besonders ist. Und ich habe Band 1 so gefeiert und auch Band 2. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wo der 3. hinführt, denn der 2. hat definitiv mit einem sehr gemeinen Cliffhanger geendet. Ich werde mir meine eigenen Notizen zu der Reihe auf jeden Fall vorher nochmal durchlesen, damit man richtig gut einsteigt. Und dann ist Wer ist Edward Moon bei mir eingezogen. Das war ein Überraschungsbuch von der lieben Anka mit ihrer Buchhandlung. Und dieses Büchlein, ich habe schon geahnt, dass es das Jugendbuch Highlight von ihr sein wird. So, deswegen habe ich auch zu diesem Buch dann gegriffen, habe es im Grunde unbekannterweise bestellt. War für mich definitiv auch ein kleines Jugendbuch Highlight, hat mir sehr gut gefallen. Es ist vom Stil her mal ganz anders erzählt. Wir haben hier eben einen Bruder, dessen Bruder, einen Jungen, dessen Bruder in der Todeszelle sitzt und den er ja im Grunde gegen Ende seiner Haftzeit nochmal besucht, sie ja auch Gespräche führen, wie man sich dabei fühlt, was einem durch den Kopf geht. Und es ist schon ein Jugendbuch, es ist aber auch schon an mancher Stelle sehr hart und grausam und emotional und hat schon einiges auch in mir hinterlassen und mich auch schon ganz schön emotional mitgenommen. Das muss ich ganz klar sagen, hat mir aber sehr gut gefallen und war auf jeden Fall ein Highlight. Ist, glaube ich, auch letztes Jahr tatsächlich noch in ein Highlight-Video gewandert. Da habe ich mich noch echt beeilt mit dem Lesen im Dezember, damit es noch vor dem 24. online kommt. Ja, der Adventskalender, da ist man dann echt im Stress, wenn man noch ein paar Highlights möchte. Und dann Hexfiles, Verhexte Nächte von Helen Harper, müsste der 3. und letzte Teil der geplanten Trilogie sein. Mittlerweile gibt es ja einen 4. Band, der so ein bisschen um die Weihnachts-Winterzeit geht. Der ist auch bei mir schon eingezogen. Spoiler für die Neuzugänge, November 2021.
2021. Ich habe diese Trilogie geliebt. Ich mochte die Magie, ich mochte unsere Protagonistin, ich mochte die Katze. Ich mochte, wie wir so eine Mischung aus Fantasy, also Urban Fantasy hatten, gleichzeitig mit dieser Magie. Gleichzeitig irgendwie lösen wir Fälle wie in einem Krimi. Und wir hatten so eine wirklich super sympathische Protagonistin, die so viel Spaß gemacht hat. Und ich hatte da echt große Freude mit dieser Trilogie. Wir haben auch, Becky und ich, glaube alle drei Bände zusammengelesen. Ich freue mich jetzt auch auf den kürzeren Band, der für mich sowas für ein Adventswochenende jetzt sein wird, weil ich glaube, da geht es tatsächlich eher um die Weihnachtstage als um Winter. Aber ich freue mich darauf, dass da noch eine Kurzgeschichte gibt. Leider gibt es die ja nicht als echtes Buch, sondern nur als E-Book, was ich ja mega schade finde. Aber ja, kann man nicht ändern. So, und das waren sie dann auch schon, die 19 Neuzugänge aus dem November letzten Jahres. 4 Bücher habe ich hochgehalten, die noch nicht von mir gelesen wurden. Ja, 4 von 19 ist schon irgendwie okay, aber ich habe mich doch ein bisschen gewundert, dass da wieder 4 übrig geblieben sind. Es scheint am Jahresende hinten raus so ein bisschen die Rache mehr zuzuschlagen als noch zu Beginn. Ich markiere euch unten, wo ich auch alle Bücher reinpacke, in die Infobox, auf die 4 Bücher, die jetzt im Grunde ungelesen sind, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, welche es jetzt sind. Ich werde mir sie definitiv auch auf die Liste schreiben und mal sehen, wie schnell ich sie dann tatsächlich auch lesen kann. Ich plane für Januar ein Video, wo ich einen Rückblick auf die Rache des Subs zum ersten Halbjahr machen werde, weil ich glaube, so ein paar Monate muss man sich nach der Rache des Subs, nach dem Video schon geben, um die Bücher zu lesen. Plane ich so, vielleicht komme ich da in der Weihnachtszeit dazu, ein bisschen rückzublicken, weil ich gucke auch nochmal auf die Liste, was ich vielleicht anlesen kann und auch lesen kann, und dann möchte ich auf jeden Fall einen Rückblick machen, dass ihr auch so ein bisschen meinen Eindruck bekommt, ja, wie geht's eigentlich hier weiter, wenn ich das erkenne, dass ich hier ein Buch länger auf dem Sub habe, wobei ich auch ein Jahr noch gar nicht lange finde für Sub-Bücher. Also ich habe auch 2 Handvoll Bücher, die definitiv eher Subleichen sind und schon länger auf dem Sub liegen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, jetzt aber genug gequasselt. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht eins der 4 Subbücher schon kennt und schwärmen wollt, das in den Kommentaren zu tun. Da freue ich mich auf den Austausch. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.